So, ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen hier bei der Pressekonferenz. Herzlich willkommen, ebenfalls unten auch im VIP-Zelt. Bei mir wie gewohnt unsere beiden Trainer. Zu meiner Linken der Trainer von Waldhof Mannheim, Herr Gerd Deiss, herzlich willkommen. Hallo. Und zu meiner Rechten Francisco Copado, ebenfalls ein herzliches Hallo. Der erste Trainer hat das Wort, bitteschön. Gut, ich denke, erstmal zur ungewohnten Anschlusszeit heute und auch sagen wir, die äußeren Bedingungen waren natürlich für beide Mannschaften sehr schwierig. Der Platz sehr tief, schmierig, rutschig. Ich denke, das Licht ist auch nicht gerade das hellste gewesen. Und nichtsdestotrotz denke ich, unterm Strich war es für uns ein verdienter Sieg. Wir sind in der Defensive über die gesamte Spielzeit ordentlich gestanden, haben keine nennenswerte Großchance zugelassen. Haben es unsererseits versäumt, vor allem in den ersten 45 Minuten, wo wir 300-prozentige Torchancen hatten, wo wir jedes Mal frei vor dem Torhüter waren, schon frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. So sind wir halt angerannt bis zur 73. Minute, bis der Führungstreffer durch den Benedikt Köpp gefallen ist. Und ich denke, das hat uns dann nochmal Schub für die letzten 20 Minuten gegeben. Und ich denke, wie gesagt, unterm Strich war es ein verdienter Auswärtssieg. Und ich denke, es war wichtig, auch nach langer Zeit, es ist jetzt schon einige Spiele her, wo wir auswärts gewonnen haben, mal wieder einen Auswärtssieg zu landen. Vielen Dank. Dankeschön. Francisco, dein Statement bitte. Ja, ich denke mal, dass man ziemlich zufrieden sein kann auf die Leistung, die die Mannschaft gebracht hat. Wenn man bedenkt, dass wir als Aufsteiger, sag ich mal, das Spiel gemacht haben und immer wieder die Ballkontrolle hatten und immer wieder versucht haben, eben über Kombinationsfußball eben nach vorne zu spielen, was uns bis ja, meistens immer 30 Meter vor der Kiste sehr gut gelungen ist. Ja, dass Mannheim natürlich eine super Mannschaft hat, das wussten wir. Und dass die natürlich eben darauf gewartet haben, dann halt im Mittelfeld halt zu pressen und dann über ihre schnellen Spieler immer wieder in die Schnittstellen zu kommen und aus der Tiefe dann Chancen zu kreieren, wussten wir. Haben wir auch zwei, dreimal zugelassen in der ersten Halbzeit nach unnötigen Ballverlusten, aber ich denke mal, dass meine Mannschaft ein gutes Spiel gemacht hat. Leider haben wir das Spiel verloren, müssen wir hinnehmen. Das ist auch nicht ein Maßstab, wo wir uns messen wollen mit Waldhof Mannheim, weil da sind andere Ansprüche als unsere Ansprüche. Aber ich denke mal, dass wir auf die Leistung sehr gut aufbauen können. Sehr unglücklich das Tor, wenn man bedenkt, dass der Spieler eigentlich, glaube ich, ein, zwei Minuten vorher mit Gelb-Rot vom Platz fliegen muss. Und hier noch ein Spiel, der Ball im Aus ist, ein Spieler auf dem Boden liegt, der Schiedsrichter unterbricht nicht und winkt unseren Spieler erst rein, nachdem der Ball nach außen gespielt wurde. Sag ich mal, dass es sehr, sehr unglücklich ist, aber müssen wir hinnehmen. Wir können die Entscheidung des Schiedsrichters nicht, ja, nicht zurücknehmen, aber ja, das war ein bisschen bitter für, ja, für meine Mannschaft. Trotzdem hat sie es bis zum Ende versucht und trotzdem bis zum Ende weiterhin Fußball gespielt, wurden uns leider oder haben uns leider nicht belohnt und hatten noch zum Schluss noch eine Möglichkeit. Aber unterm Strich, glaube ich, hat man dann schon die eine oder andere Chance, deutliche Chance mehr gehabt wie wir. Und deswegen kann man sagen, dass der Sieg dann auch in Ordnung geht. Aber ich glaube, dass wir auf diese Leistung aufbauen können und weiter daran arbeiten werden, halt noch konsequenter auf Tore zu spielen. Danke. Ich danke dir. Gibt es Fragen von Seiten der Pressevertreter an die beiden Trainer? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann noch in aller Kürze die Zuschauerzahl, 1053, die offizielle Zuschauerzahl für heute Abend. Weiter geht es beim nächsten Heimspiel am Dienstag, den 1.11. um 19 Uhr, dann hier gegen Kaiserslautern 2. Würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Ansonsten, Sie kommen gut auf jeden Fall nach Hause. Und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.